3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Bin gerade live auf Twitch. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Lasst ein Follow da, dann bekommt ihr mit, wenn ich das nächste Mal live gehe. Und dann könnt ihr live mit dabei sein. Und zwar werde ich heute mir ein Video reinziehen, oder jetzt ein Video reinziehen, von Kollega dem Boss an der Stelle. Es ist ein Motivationsvideo, auf was ich gestoßen bin heute Morgen beim Frühstücken. Und ich habe gedacht, ich ziehe mir das im Stream mal rein und teile das mit euch. Weil der Shit, glaube ich, echt motivierend ist, beziehungsweise da auch viele Wahrheiten gesagt werden. Kollega sowieso einer von wenigen Rappern in Deutschland, wo ich sagen würde, wenn mich ein Jüngerer fragen würde, ey, wen kann man sich so als Vorbild nehmen oder zu wem kann man aufschauen, wäre Kollega auf jeden Fall einer von wenigen, wo ich mit reinem Gewissen sagen könnte, so, zieh dir den Bruder rein, der hat gute Messages, der hat gute Werte und der wird dich motivieren, dein Ding durchzuziehen. Und davon gibt es leider in der heutigen Szene sehr, sehr, sehr wenig bis gar keine mehr. Und deswegen supporten wir den Shit mit einer Reaction. Let's get it on. Aber wir sind in einer Zeit, wo die Menschen depressiv sind, wo den Menschen das Geld fehlt, wo die Menschen oberflächlich sind, wo die Menschen eingezwängt werden, eingesperrt und wo Zwänge herrschen, Maulkorbpflicht herrscht. Es ist seit vielen, vielen Jahren, seit wir auf die Welt gekommen sind, herrscht ein Krieg. Und wir haben heute Feinde, die müssen wir auch als das erkennen, was sie sind. Und das sind vor allem für junge Menschen die Fallen der Drogen, die Drogensucht. Warum? Weil das ist das Thema Nummer eins, was propagiert wird in den Songs von den Artists, die von der Industrie gepusht werden. Das, was vorgelebt wird, das wird auch von Jugendlichen und Kindern teilweise nachgelebt. Wenn die cool mit einem Joint da stehen, dann macht der 10-Jährige, der Jonas, das demnächst auch. Wenn die sich dann Codein kippen oder zusaufen und das vor laufender Kamera zelebrieren, dann ist das etwas, was Kinder nachmachen. Das erste große Falle der heutigen Zeit. Zweite ist die Videospiele. Ist so, und das ist auch genau das, was ich meine so. Digga, ich meine, ey, wenn der ein oder andere Artist sich mal einen Joint reinfetzt im Studio oder ein bisschen für seine Mucke oder so mal was trinkt und so, also ich bin jetzt keiner, der das krass verteufelt, so, weißt du, aber ich sehe halt wenig Artists, die dann trotzdem sich irgendwie hinsetzen und versuchen, den jungen Leuten was auf dem Weg mitzugeben, was positiv ist, so. Wenigstens dann zu sagen, so, ey, diese Drogen und dies, das hat mich hier und da vielleicht ein bisschen kaputt gemacht, so, das und das nehme ich vielleicht noch, aber die Message, die Kernmessage ist, lebt euren Traum oder findet zu euch selber oder macht was Gutes in der Welt, behandelt den Nächsten gut und so. Wer sagt sowas heutzutage noch in der Rap-Industrie in Deutschland so? Keiner, Dicker. Fast keiner. Videospielsucht. Wie viele junge Menschen verbringen 90% ihrer Zeit vor einem Bildschirm in einer illusionären Welt, wo sie illusionäre Erfolge feiern. Die zerstören komplett ihren Ehrgeiz, ihre Dopaminspeicher. Die kriegen die ganze Zeit Belohnungen für etwas, was in der Realität gar nicht da ist. Das ist ein bisschen Facts. Fingerklicken. Und nehmen sie... Ein bisschen Fingerklicken, Alter. Fingerklick it out, motherfuckers. Komplett. Das ist ja wie wenn du so einen Vorrat hast. Jeder junge Mensch möchte im Leben was erreichen, hat Träume, hat Ziele, möchte was erreichen, worauf man stolz sein kann. Das wird dir komplett geraubt, wenn du dich mit dieser Instant Gratification zuballerst jedes Mal. Hockst dich vor den Rechner oder vor die Playstation und versuchst dann so lange da der letzte Überlebende bei Fortnite zu werden, bis du irgendwann 2 Jahre lang vor dem Rechner gehangen hast und gesagt, wo ist die Zeit hin? Warum bin ich depressiv? Warum bin ich fett? Warum geht bei mir nichts voran? Ich wollte doch eigentlich was aus meinem Leben machen. Was habe ich jetzt eigentlich davon? Mental Prison, Alter. Ich sag nicht, dass Videospielen ab und zu mal nicht verkehrt ist. Generell, ich sag euch ehrlich, nicht nur Videospielen, auch Pornos gucken oder auch zu viel Serien und Filme suchten und sowas, damit flüchtet man sich halt in eine Realität beziehungsweise eine angebliche Realität, die keine Realität ist. Und damit fängst du an, dein eigenes Leben zu vernachlässigen und dein eigenes Leben dahin zu bringen, wo du es gerne haben möchtest. So. Ich sag immer, macht, bevor ihr euch einen Film reinzieht, tut lieber alles dafür, dass ihr euer eigenes Leben zu einem Film macht, der es wert ist zu leben. So. Weil ich bin mir sicher, dass viele Leute einfach mit ihrem Leben, mit ihrem Job, mit den Dingen, die sie tun, nicht zufrieden sind und dann abends sich lieber ein Bier reinziehen und eine Serie reinziehen und einen Film angucken, damit sie sich da hinein flüchten können und da was sehen und spüren und fühlen können, was sie in ihrem echten Leben nicht haben. So. Und das ist eine Sache, die ist gefährlich, glaube ich. Man sollte sich mehr auf seine eigene Realität konzentrieren und aus dieser Realität das machen, was man gerne leben möchte, anstatt sich das die ganze Zeit von außen irgendwie reinzugeben. So, weißt du? Ich zocke auch mal ab und zu eine Runde FIFA gegen Macho, aber dann nur ein Spiel, nur eine Halbzeit.
So, ist auch gut. Die Gefahr, dass man dann abrutscht, sich komplett verliert, ist heutzutage so hoch wie nie zuvor, gerade wegen Games, die, ja, die, ihr wisst, was ich meine, diese Parallelwelt, wo du eine andere Rolle annimmst. Irgendwann vergisst du auch, wer du wirklich bist. Bald kommen die fucking Brillen, Alter. Bald kommt Metaverse, Digga. Bald hängen wir mit den Brillen in irgendeiner anderen Realität ab. Und dann wird es noch viel intensiver sein und noch viel geiler sein. Und dann werden die meisten Menschen sagen, scheiß auf mein eigenes Leben. Ich bin jetzt nur noch online. Ich bin jetzt nur noch in dieser digitalen Welt. Das ist geiler hier. Du entwickelst dich gar nicht mehr. Du solltest dich doch im Alter, im jugendlichen Alter, da entwickelst du dich doch zu dem Menschen, der du später mal wirst. Du bestimmst doch deine Zukunft in deinen besten Jahren, Mann. Die schmeißen das einfach weg. Wegen mangelnder Selbstdisziplin, weil sie es nicht checken, weil sie sich mit falschem Dopamin zuballern und irgendwann gar keine Power, gar keine Motivation mehr haben, in der echten Welt was zu reißen. Und die dritte große Falle, vor allem für junge Männer, ist die Pornografie. Du nimmst das scheiß Handy hier und gibst irgendeine Seite Real Talk ein und hast direkt, siehst du irgendwelche Männer, die andere Weiber knallen. Was für eine Schande, sich das anzuschauen. Aber dein ganzer Sexdrive, deine ganze sexuelle Energie, die wird dir ja immer genommen und danach bist du platt, du hast keinen Anreiz mehr. Wir funktionieren ja immer noch wie die Steinzeitmenschen. Die sexuelle Energie ist wichtig, dass der Mann was erreicht und nach vorne geht. Ob er die Beute jagt oder was auch immer, er muss sich qualifizieren, damit er für eine Frau attraktiv ist. So, der muss was auf die Beine stellen. Und hier guckst du wie ein Spanner dann irgendwelchen Leuten beim Gangbang zu. Real Talk, Bruder. Kein Bildschirm. Wenn der das so vor die Augen hält, dann denkt man sich doch selber, Digga, ey, fuck, Alter, was mache ich da eigentlich jeden Abend? Und spritzt dann dazu ab und lässt diese ganze Energy einfach nur in ein Taschentuch und dann in die Toilette oder was. Weg. Das muss weg. Diese Sachen sind gefährlich. Das sind sehr, sehr gefährliche Sachen. Und die Leute im jungen Alter heutzutage werden zugemüllt mit dem Scheiß. Und keiner rappt über diese Themen. Niemand sagt es. Jetzt kann man mir vorwerfen, ja, Boss, du hast aber auch schon mal in deinen Texten irgendwelche Mütter gefickt oder dass man den Zuhälter raushängen lassen. Absolut richtig. Ich habe immer versucht, aber das auf eine geile Entertainment-Art zu machen. Und das ist nun mal auch in meinen jungen Jahren ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin ja kein Heiliger, immer noch nicht, weit davon entfernt. Aber das ist ein Lernprozess, den ich gemacht habe, der sich widerspiegelt in der Diskografie, in meiner Chronologie der Alben. Ja, und auch im Real-Life Sex zu haben und ein paar Mütter wegzuflexen, wie er es in seinen Texten gemacht hat, ist ja auch immer noch was anderes, wie sich hinzusetzen zu Hause und die ganze Zeit Pornos reinzuziehen. Aber diese ganze Sexualisierung um einen herum in den Songs, in den Videos, auf TikTok, auf Instagram und so, man wird auch ständig geil. So. Du siehst überall nur noch Titten und Ärsche, Digga, am Ende des Tages, so jetzt auf hart gesagt. So, wenn ich auf Instagram auf meine Startseite gehe, dann sehe ich da voll viele einfach Curves und das macht dich dann geil und dann hast du Bock, irgendwas zu tun. So, aber diese Energie sollte man, wie er gesagt hat, nutzen und investieren, um in seinem Leben voranzukommen. Und die sexuelle Energie ist eine der höchsten Energieformen, die wir haben. Die ist eigentlich dafür da, um ein Leben zu kreieren. Deswegen, wenn man diese Energie in sich behält und investiert, um sein eigenes Leben besser zu machen, dann wird es besser funktionieren. Das sagen ganz viele erfolgreiche Leute. Müsst ihr euch mal Videos geben. Das Album ist anders. Und auch ich habe Dinge in meinen Texten und in meiner Karriere gehabt, wo ich heutzutage gar nicht mehr stolz drauf bin. Aber ich bin froh darum, dass ich diese Karriere habe. Und nochmal, ich muss es dazu sagen, ich finde, Musik ist immer noch Kunst. Weißt du, was ich meine? So, ich finde es, wenn er mal in seinen Texten mal hier und da ein bisschen einen drüber hatte und mal ein paar Sachen gesagt hat, die vielleicht irgendwie, vielleicht aus religiöser Sicht oder aus spiritueller Sicht auf dem Level, wo er jetzt ist, sich vielleicht widersprechen, dann ist das, glaube ich, auch normal. Wir sind keine perfekten Menschen und ich finde es halt wichtig, dass diese Künstler, die eventuell auch Sachen promoten, die vielleicht nicht gut sind, sich hinsetzen und darüber reden. Weißt du so? Einfach nur sagen so, ey, ja, ich bin auch nicht perfekt, aber so und so und so, damit die Kids das nicht einfach übernehmen. So. Zu meiner Persönlichkeitsentwicklung enorm viel beiträgt, weil ich in Ausnahmesituationen bin. Jedes Mal. Guter Talk, Digga. Respekt an Kollege, den Boss. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich küsse dein Herz, Bro. Bleib so, wie du bist, man. Ich bin froh, dass es noch Leute gibt in diesem deutschen Bereich, die solche Sachen ansprechen, solche Sachen sagen. Finde ich wichtig und richtig. Weil die Jugend muss auch Vorbilder haben, weißt du? Und davon gibt es einfach nicht mehr viele. So. Wem würdet ihr denn sagen, jetzt die Leute, die zuschauen, zu welchen Artist oder welchen Leuten, die so Hype haben in Deutschland, zu wem schaut ihr so auf? Was sind eure Vorbilder? Beziehungsweise Inspirationen für euch?